Die Aktienmärkte haben sich heute im Laufe des Tages erholen können, aber das Grundproblem, das bleibt, und das sind die steigenden Renditen. Zwar sind diese Renditen für Staatsanleihen heute nicht mehr weiter gestiegen, sondern stagnierten auf hohem Niveau, aber das Grundproblem ist eben nicht beseitigt, weswegen die Märkte so nervös geworden waren, die Aktienmärkte. Dementsprechend ist die Frage, wann wird eine Erholung der Aktienmärkte, eine Rallye der Aktienmärkte einsetzen können, und da habe ich eine Theorie. Jeder Mensch braucht ja irgendwie eine Theorie, gell? Das ist ganz wichtig. Jedenfalls glaube ich, es sind zwei Dinge, die das bewirken könnten. Erstens, wenn die Renditen weiter fallen, aber die Frage ist, warum sollten sie das tun? Die Inflationserwartungen, die Erwartungen, dass die Wirtschaft sich massiv erholt, dann die Preise anfangen zu steigen, die dürfte sich nicht so schnell verändern. Dementsprechend kann es zwar Rücksetzer geben, zumal wir überkauft sind, was die Rendite betrifft, überverkauft sind, was die Staatsanleihen betrifft. Aber es ist eben so, das Argument bleibt, Reflation, also praktisch der Anstieg der Inflation, das dürfte vor allem März, April dann entscheidend zulegen, schon weil eben die Vorjahresmonate mit stark fallenden Preisen gesegnet waren. Dementsprechend wird das weiter anziehen. Und der zweite Punkt, und das ist der entscheidende, ist, die Fed wird endlich etwas tun oder sagen, etwas androhen, so wie es fast alle anderen Notenbanken schon gemacht haben. Und das wollen wir uns mal anschauen. Wir beginnen mal mit der australischen Notenbank. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen australischen Staatsanleihe, die ist mal eben um gute 0,7% gestiegen. Alleine im Februar auf jetzt 1,88%, stellen wir uns mal vor, das ist nächsten Monat auch so und übernächsten auch. Dann wären wir schon mal ziemlich schnell über 3%. Das ist also ein sehr, sehr steiler Anstieg. Und das, obwohl die australische Notenbank schon agiert hat. Die haben jetzt mal außerhalb eigentlich des Kalenders für 2 Milliarden Dollar Staatsanleihen, mehr als 2 Milliarden Dollar Staatsanleihen gekauft, australische Staatsanleihen. Also die haben schon was getan, um symbolisch mal diesen Renditeanstieg zu bremsen. Allein es hat nicht geholfen. Aber wir haben vor allem auch hier die EZB, die hier stark agiert. Das ist Isabel Schnabel, die deutsche Vertreterin in der EZB. Entgegen einem Börsenkommentator aus New York ist das kein Herr, sondern eine Dame. Jedenfalls sehen wir, dass die schon ziemlich direkt geworden ist. Wir hatten vorher ja Aussagen von Lagarde und Laney, der EZB-Chefin und dem Chefvolkswirt, als man gesagt hat, ja, wir beobachten das sehr genau mit den steigenden Renditen. Aber Schnabel ist ein Weg darüber hinaus oder hat nochmal eine Schippe draufgelegt, kann man sagen, hat nämlich gesagt, ja, der Anstieg dieser Renditen, der kann die Wirtschaft, die Erholung der Wirtschaft deutlich ausbremsen und dann müssten wir etwas tun. Also hier schon nicht nur wir beobachten die ganze Geschichte, sondern die Androhung hier etwas zu tun. Das ist dann nochmal eine neue Qualität und dann kam Monsieur Stournaras, der griechische Notenbankchef, der gesagt hat, ja, es gibt eigentlich gar keinen wirklich fundamentalen Grund dafür, dass die Renditen ansteigen. Also erstmal negieren, dass das Problem eigentlich gerechtfertigt ist oder dass der Anstieg der Renditen einen logischen Grund hat. Ist natürlich Bullshit, aber sei es drum. Und er hat gesagt, wir sollten dann bei der nächsten Sitzung am 11. März, sollten wir diese unwillkommene Tightening of Financial Conditions, also die unwillkommene Verschlechterung der Finanzierungskonditionen, da sollten wir etwas gegen tun. Also auch eine ganz klare Androhung einer Handlung, schon auf der nächsten EZB-Sitzung. Aber die Fed, die schweigt. Da hat man gesagt, naja, die Inflation, die wird nicht so das Problem. Und andere Fed-Vertreter außer Jerome Powell haben gesagt, naja, diese Anstiege der Renditen, da sehen wir jetzt eigentlich kein Problem drin, ist doch gar nicht so schlimm, etc. etc. Also die Fed redet das Problem klein bzw. ignoriert es, aber man kann davon ausgehen, dass die Herrschaften schon nervöser sind als gedacht. Der Stournaras, der EZB, das EZB-Mitglied, hat gesagt, ja, die Financial Conditions, wenn die sich verschlechtern, die Finanzkonditionen etc., dann wäre das ja schlecht für die Erholung der Wirtschaft. Aber schauen wir uns mal diese Finanzkonditionen an, zumindest in den USA. Die sind auf einem Allzeithoch, was die Laxheit dieser Finanzkonditionen betrifft in den USA. Und das ist hier in Europa nicht so wahnsinnig viel anders. Also, das ist natürlich auch eine andere Ebene, auf der die EZB spricht. Zum Beispiel die 10-jährige deutsche Staatsanleihe nach wie vor negativ rentierend. Wir haben dann bei der italienischen Staatsanleihe irgendwas
in Richtung 0,7% Rendite. Die Amis, wie gesagt, die sind schon bei 1,5%. Also das ist ein anderes Thema und dennoch werden die Europäer schon richtig nervös, drohen verbal und sagen dann, wir werden etwas tun, also drohen auch mit Handlung, während die Fed das Problem erstmal negiert. Aber es ist eben so, dass andere es nicht negieren, wie zum Beispiel Sebastian Gailey von Nordea, der sagt, also der Stress, und das ist auch meine Theorie, gell, wichtig, eine Theorie zu haben, und der Stress wird wahrscheinlich bleiben, until die Fed wird etwas verkünden, nämlich die Extension of the Maturity of its Bonds Purchases, also praktisch, dass sie mehr und verstärkt länger laufende Staatsanleihen kauft, damit die Renditen unter Druck bringt, denn da ist dann plötzlich ein Nachfrager da für das Angebot, dann würden normalerweise die Renditen nach unten gehen und er rechnet schon damit, dass das heute passiert oder am Wochenende passiert. Aber jetzt haben wir die Situation, dass die Aktienmärkte sich wieder erholt haben, dass die Renditen der US-Staatsanleihen stagnieren auf hohem Niveau, aber eben nicht weiter steigen. Also die Dringlichkeit ist noch nicht gegeben für die Fed. Da müsste wahrscheinlich noch der Schmerz viel größer werden, bis dieser Schritt kommt, bis die Fed dann endlich mal agiert und vielleicht auch eine Yield Curve Control androht, also praktisch die Deckelung der Rendite für die 10-jährige oder für die 30-jährige Staatsanleihe auf einem bestimmten Niveau, auch wenn das, wie ich das schon mal in einem Video thematisiert hatte, durchaus negative Konsequenzen hat. Aber gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es in der nächsten Woche die Gelegenheit für Jerome Powell, den Fed-Chef, am Donnerstag, dem 4.3., da ist nämlich eine Veranstaltung des Wall Street Journal. Da geht es um die US-Wirtschaft und da wird an dieser Diskussion Jerome Powell teilnehmen und vielleicht nutzt er dann diese Gelegenheit, mal eine verbale Breitseite zu geben und sich mal von diesem Mantra, ich höre keine Inflation, ich sehe keine Inflation, ich spreche nicht über Inflation, dieses Mantra jetzt mal ad acta zu legen. Aber mal schauen, da muss der Schmerz, wie gesagt, noch größer werden. Schauen wir uns mal diese Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe an, da sehen wir, ja, bis wir da an den oberen Trendkanal kommen, dieses Abwärtstrendkanals, das könnte noch dauern, der ist bei etwa 2,75%, derzeit sind wir bei 1,5%, das ist ein Abwärtstrend, der seit den späten 80er Jahren schon besteht. Also, das ist eine ziemlich übergeordnete Geschichte und normalerweise tendieren Kurse dazu, irgendwie mal dann die obere oder die untere Trendbegrenzung zu testen. Also, da wäre noch reichlich Luft, 2,75%, das wäre nochmal eine richtige Hausnummer. Man sieht hier auch einen etwas größeren Fokus hier auf diesen Abwärtstrendkanal. Da sind bestimmte Fibonacci-Levels. Das erste haben wir jetzt angelaufen, aber es ist eben so, 85 Billionen Dollar an Schulden stehen hier sozusagen zur Diskussion und deren Refinanzierung steht zur Diskussion und das hat sehr, sehr praktische Auswirkungen, wenn eben die Renditen steigen. Natürlich sind wir jetzt, was die Staatsanleihen betrifft, überverkauft. Das heißt, wir sehen einen extrem niedrigen RSI. Da ist man schon im freien Fall gewesen. Wir sind 2% unter dem 6-Monats-Durchschnitt. Also, ja, das gab es nur 10-mal in den letzten 17 Jahren. Das ist natürlich das Potenzial, dass hier mal ein Rücklauf der Renditen stattfindet und das dann für die Aktienmärkte, vor allem für die Tech-Werte, dann positiv ist. Aber wie gesagt, das Argument ist ja zwingend noch derzeit, zumindest nach derzeitiger Kenntnis oder derzeitige Einschätzung, dass wir eben diesen Anstieg der Inflation sehen werden und dementsprechend gibt es relativ wenig Gründe, jetzt unbedingt da schnell rauszugehen, auch wenn natürlich die technische Lage relativ angespannt ist. Die praktischen Konsequenzen sieht man hier, das sind die 30-jährigen Mortgage Rates von Freddie Mac und da sehen wir, ja, da ist ein ziemlich schneller Anstieg jetzt gewesen auf 3% für 30 Jahre. Wenn man sich also auf 30 Jahre Geld ausleiht, um vielleicht ein Haus zu bauen, ist das natürlich immer noch sehr, sehr wenig. Aber es ist eben die Geschwindigkeit des Anstiegs, die hier von Relevanz ist. Wenn das so weitergeht, denkt man sich, dann wird das den doch in einer fast blasenartigen Situation befindlichen US-Hausmarkt empfindlich treffen können. Und empfindlich getroffen werden vor allem eben derzeit
die langlaufenden Staatsanleihen. Hier etwa die 100-jährige österreichische Anleihe. Das ist immer eigentlich mein Trauminvestmentobjekt gewesen, gell? Also wenn ich die jetzt kaufe, dann kann ich dann mit 151 praktisch dann die Endfälligkeit genießen, ne? Dann bin ich 151 Jahre alt. Das ist ja dann auch ein Alter, wo ich dann vielleicht mal auch drüber nachdenke, das Arbeiten aufzuhören. Ja? Aber wir sehen, da ist natürlich was passiert. Da sind wir jetzt über 20% gefallen. Wer also da auf Kursgewinne gesetzt hat, der hat jetzt wahrscheinlich weniger Kursgewinne oder gar ziemlich heftige Kursverluste. Ein weiteres Argument für den Anstieg der Renditen ist natürlich diese massive Verschuldung vor allem der USA, aber nicht nur der USA, sondern weltweit. Und dieser Trend zu steigenden Renditen, der geht ja auch weltweit. Wir sehen hier, dass Defizit zum BIP in den USA liegt bei über minus 16%, und weil dieses Defizit so groß ist und eben jetzt noch Stimulus kommt, der refinanziert werden muss, bringt man wahnsinnig viele Anleihen auf den Markt. Das heißt, man erhöht das Angebot, und wir haben gestern schon bei dieser hässlichen siebenjährigen Auktion der Amerikaner gesehen, dass die Ausländer da nicht bereit waren, wirklich zuzugreifen, zumindest nicht in dem gewohnten Maße. Das heißt, man muss Käufer finden, und wenn kein Käufer sich findet, dann muss das eben die Fed tun. Früher oder später wird die Fed hier agieren, da bin ich relativ fest davon überzeugt. Aber die Grundfrage ist eben, wie groß muss der Schmerz im Vorfeld sein, bis die Fed dann agiert? Noch ist man sehr, sehr weit mental davon entfernt, zumindest wenn man den Äußerungen der Fed-Banker glaubt. Und wir sehen diese massive Verschuldung, dieses massive Aufpumpleben. 27% der Haushaltseinkommen in den USA kommen jetzt schon von dem Staat. Das muss man sich mal vorstellen. Also mehr als ein Viertel dessen, was die Amerikaner an Geld in der Tasche haben, ist schon Helikoptergeld, wenn man so will. Unglaublich, das ist natürlich ein Riesentrend, wie mir scheint, der auch nach Corona nicht so aufhören wird. Und für Inflation spricht auch vielleicht die eine oder andere Dynamik. Inflation würde ja bedeuten, dass dann die Renditen irgendwie einen Ausgleich brauchen, dass also die Renditen steigen, die Risikoprämien steigen, denn wenn Inflation ist und ich kriege 1,5% auf eine 10-jährige Staatsanleihe, aber ich habe 5% Inflation oder 4%, dann verliere ich konkret sehr, sehr viel Geld. Und ein Treiber dieser Inflation, das könnten die Rohstoffe sein. Die Rohstoffpreise sind gestiegen. Das wiederum erhöht, wie die Nordea hier zeigt, dann die Sorgen vor steigender Inflation, eben weil die Rohstoffpreise steigen. Dann versucht man sich mit dem Kauf von Rohstoffen vor dieser Inflation zu hedgen, abzusichern, indem man eben Sachwerte wie Rohstoffe kauft, und das wiederum führt zu steigenden Preisen. Diese steigenden Preise wiederum führen zu steigender Inflationserwartung. Also möglicherweise ein interessanter Teufelskreis, der hier gezeigt wird. Und wie gesagt, die Vergleichsmaßstäbe zum Vorjahr, was die Inflation betrifft, die sehen wir jetzt mal bei den Benzinpreisen. Die Benzinpreise sind im Vergleich zum Vorjahr eben ziemlich durch die Decke geschossen, und das wird natürlich dann in den Inflationsdaten sich durchaus auch widerspiegeln. Wir haben jetzt, und diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt, hier die verschiedenen Assetklassen in der Zeit ansteigender Renditen. Normalerweise der Dollar, DXY, der große Profiteur, hat er bis jetzt nicht gemacht, aber heute hat es so ein bisschen angefangen. Der Dollar ist stärker geworden. Wir sehen, dass Small Caps nach wie vor relativ schwach sind, und wir sehen, dass Gold sehr, sehr schwach ist. Gold heute massiv unter Druck ist gefallen, als ich zuletzt geguckt habe, so in den Bereich von 1720 Dollar. Und wenn wir jetzt abschließend zum Aktienmarkt kommen, dann sehen wir, dass wir natürlich jetzt eine Nervosität plötzlich an den Märkten haben, weil dieses Inflationsthema plötzlich so hochgekocht ist, was irgendwie nicht so wirklich auf dem Zeiger war in der Intensität im Vorfeld. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen 414 Milliarden an Inflows in Aktien. Das ist also mit Abstand der höchste Wert, der jemals verzeichnet ist in den letzten 16 Wochen. Das heißt, alle sitzen auch irgendwie auf derselben Seite des Trades und sind in Long-Positionen drin. Und wir sehen, dass diese Long-Positionen oder der Optimismus in Sachen Aktienmärkte auch eine Frage des Alters ist. Hier eine Analyse der Deutschen Bank, die zeigt, dass vor allem diejenigen, die jung sind, sehr optimistisch sind. Vor allem so die 25- bis 34-Jährigen, also die Bubble Boomer, wenn man so will.
Je älter die Leute sind, umso pessimistischer werden sie und je höher ihr Einkommen ist, umso pessimistischer werden sie. Also das ist eine interessante Geschichte. Das ist schon so ein Generationending. Wir haben ja diese Generation 25 bis 34, die ist im Grunde schon mit Notenbankinterventionen sozialisiert. Hält das für total normal als gegebenen Zustand? War vielleicht schon immer so, wissen wir nicht. Aber wir nehmen an, dass Blase einfach schon immer war und wir haben das Recht, bei dieser Blase mitzuspielen und uns reich zu machen. Siehe GameStop etc., das scheint so ein bisschen das Mantra zu sein. Aber wenn wir dann mal genauer hingucken, und wir haben ja jetzt die Berichtssaison mehr oder weniger abgeschlossen in den USA, dann sehen wir, dass die Reaktion der Aktien, die gemeldet haben, der Unternehmen, die gemeldet haben, so schlecht ist wie seit 2011 nicht mehr. Die haben ja überwiegend gute Zahlen vorgelegt, aber die Aktien, die sind nicht wirklich darauf hingestiegen. Also wir sehen so eine Art Buy the Rumor, Sell the Fact Situation. Dass man also im Vorfeld die Kurse nach oben getrieben hat, dann kommen die erwartet guten Zahlen, aber dann war es das auch, dann nimmt man eben die Chips wieder vom Tisch. Und vielleicht ein wichtiger Punkt für die Zukunft und vor allem jetzt auch für die Tech-Werte, möglicherweise sehen wir da das Ende jetzt dieser absoluten Tech-Dominanz an den Aktienmärkten ist, dass jetzt die US-Administration, die neue US-Administration, sich jetzt nicht mehr gegen eine globale Regelung der Besteuerung der FANG-Aktien und anderer Digitalkonzerne stellt, also Google, Amazon, Facebook, wie sie alle heißen, Apple. Da will man mal jetzt an einem Strang ziehen. Das war vorher unter Trump ja komplett anders. Der hat gesagt, wenn ihr hier eine Digitalsteuer auf unsere Konzerne macht, auf unsere amerikanischen, dann werden wir praktisch Zölle auf eure Weine erheben, wie bei geschehen bei den Franzosen etc. Jetzt scheint das sozusagen ein regulatorisches Thema zu werden bei den großen Staaten und das könnte eben auch ein fundamentaler Grund sein, warum es für die Tech-Werte in Zukunft dann etwas schwieriger werden dürfte. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Nach meiner Theorie, es ist eine Theorie, ja, die kann sich als richtig oder als falsch erweisen, ist es so, dass entweder die Renditen zurückgehen müssen von alleine, gewissermaßen, oder die Fed, wenn die Geschichte nicht aufhört, verbal oder sogar durch Taten intervenieren muss. Sonst bleiben die Märkte nervös und volatil, so wie heute, auch wenn wir eine Erholung sehen. Aber es sind große Sprünge, große Volatilität. Und mir bleibt jetzt nur Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns gesund, wohlbehalten und fröhlich am kommenden Montag und sage Servus und Ciao.